Hi und herzlich willkommen zu einem neuen Video und herzlich willkommen in der neuen Location. Mein Name ist Danny, ich bin der Kopf hinter Dreier und ich bin umgezogen. Ich habe jetzt hier neue Räumlichkeiten, die möchte ich dir heute gerne zeigen, vorstellen und ein bisschen, wie ich mir das einrichten möchte. Viel Spaß beim Video und let's go! So, ich würde sagen, wir fangen auch direkt hier im Packraum an. Da würde ich gerne hier in die Mitte direkt einen Packtisch stellen, damit man von allen Seiten schön Pakete packen kann. Und hinter mir wird noch eine Wand mit Regalen befestigt. Hier an der großen Wand werden auch nur Schwerlastregale stehen. Da werden dann immer alle Klamotten schön säuberlich sortiert, nach Farbe, nach Größe und so weiter, damit ich die schnell greifen, verpacken, verschicken kann. Das war es auch eigentlich schon aus dem Packraum. Hier hinten ist noch eine Wand frei, da werden wahrscheinlich auch kleine Regale oder irgendwas stehen. Genau, und jetzt gehen wir rüber in den nächsten Raum. Angekommen im Hauptraum, im größten Raum von der Location mit schönem Dachfenster. Da wird hier in der Mitte die Siebdruckmaschine mit einem fetten Tisch stehen, damit ich drucken kann. Und auf der anderen Seite vom Tisch werde ich noch Siebdruckklemmen anschrauben, damit ich immer flexibel Kartons, Papier und so weiter drucken kann. Nicht immer alles umbauen muss und so weiter, weil das nimmt Zeit und ist nervig. Deswegen machen wir das so. Muss nur einmal um den Tisch rum und dann kann es schon losgehen. So, weiter geht's mit diesem coolen Balken hier. Da würde ich mir gerne eine Kleiderstange dran schrauben. Und da kann ich mal richtig viele T-Shirts hinhängen. Zum Trocknen. Aktuell habe ich nämlich nur eine Kleiderstange, die wird ein bisschen eng, wenn ich höhere Auflagen drucke. Deswegen der Balken wird umfunktioniert und ich glaube, das ist ganz geil. Grünpflanzen dürfen natürlich auch nicht fehlen, deswegen kommt hier und hier auf jeden Fall eine richtig schöne Grünpflanze hin. An der Wand hier drüben ist noch Platz für ein schönes Regal, da weiß ich noch nicht genau, was hinkommt, aber auf jeden Fall Lagerfläche, vielleicht ein paar Poster oder so, mal schauen. Übrigens, Shoutout an Bosch, richtig geiler Staubsauger, habe ich mir gegönnt, 105 Euro, richtig geile Investition, ich liebe den, der ist ultra Staubsauger. Der ist ultra saugstark und macht richtig Bock, damit Staub zu saugen. Hier hinten habe ich noch ein kleines Versteck. Schauen wir mal rein. Eine Dunkelkammer, ja. Das wird auf jeden Fall der Belichtungs- und Beschichtungsraum. Ich muss schnell wieder zumachen. Da ist jetzt nichts weiter drin, außer eine Belichtungseinheit. Dann will ich noch einen kleinen Tisch hinstellen, damit ich die Rahmen direkt beschichten kann. Da kommt kein Licht dran, da ist komplett dunkel. Deswegen ist die Tür auch gerade zu. Ich bin mir nicht sicher, was in die Ecke kommt. Eigentlich wäre da eine kleine Chill-Ecke mit Couch und einem kleinen Couchtisch oder so. Ganz geil. War's von dem Raum. Deswegen würde ich sagen, gehen wir rüber in den nächsten. So, ich sitze jetzt gerade schon hier an dem neuen YouTube-Spot. Ich möchte nämlich gerne YouTube-Tutorials drehen. Ich will mir hier gerne ein kleines Set einrichten mit schönem Licht, einem Tisch, wo ich Sachen erklären kann. Und gegenüber auf die andere Seite kommt dann ein Schreibtisch über die ganze Länge und hier drüben werden dann höchstwahrscheinlich Ideen angepinnt. Das würde ich sagen, ist der Plan. So, das war es eigentlich auch schon mit dem kleinen Rundgang. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Und wenn du eine coole Idee hast, was man hier noch so machen könnte, lass es mich auf jeden Fall wissen. Schreib es in die Kommentare. Und vergiss natürlich nicht, den Kanal zu abonnieren und mir einen Daumen nach oben dazulassen. Ich würde mich auf jeden Fall freuen. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann. Ciao, ciao.